Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das mich sehr beeindruckt hat. Es stammt von der arabisch sprechenden Autorin Yoka Al-Harthy, die aus dem Oman stammt. Und sein Titel ist Frauen des Mondes. Das ist die wörtliche Übersetzung des arabischen Titels. Es ist auf Englisch erschienen unter dem Titel Celestial Bodies, übersetzt von Marilyn Booth. Yoka Al-Harthy hat für dieses Buch den renommierten Man Booker International Prize gewonnen, als erste arabische Autorin überhaupt. Zusammen mit der Übersetzerin Booth teilt sie sich das Preisgeld von 57.000 Euro. Der Roman schildert den Oman im Umbruch. Oman, ein Land auf der arabischen Halbinsel mit 4 Millionen Einwohnern, eine absolute Monarchie mit einem Sultan an der Spitze, die Hauptstadt ist Maskat. Ein Land, das seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts im Umbruch begriffen ist und aus einer ganz patriarchalischen Gesellschaft in die Moderne hineingewachsen ist. In den 60er Jahren begann damals die Erdölförderung und das hat doch einen gewaltigen Geldschub und Modernisierungsschub in das Land gebracht. Die Mitte des letzten Jahrhunderts waren nahezu alle Analphabeten. In diesem Land heute weit über 90% der Frauen und Männer können lesen und schreiben. 2003 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. 2016 hat man festgestellt, dass über 70% der Bevölkerung einen Zugang zum Internet haben. Diese Gesellschaft war, wie gesagt, sehr patriarchalisch geprägt. Scheichs haben regiert, es gab eine Sklaven. Die Sklavenhalterei wurde erst 1970 abgeschafft, aber auch nur dem Namen nach. Es gab noch bis in unser Jahrtausend hinein Sklaven im Oman. Und die Frage ist, ob sie wirklich endgültig abgeschafft wurden. Es gibt in diesem Land auch Beduinen, auch sie spielen in diesem Roman eine Rolle. Für jeden Fall herrschen tun die Männer. Und in diese Männerwelt, in diese patriarchalische Welt hinein wurde nun Yoka Al-Harthy geboren 1978. Sie ist im Oman zur Schule gegangen, hat aber dann in England studiert in Edinburgh und hat ihren Abschluss und ihren Doktor gemacht in klassisch-arabischer Literatur. Seit 2001 publiziert sie Kurzgeschichten und Romanen und wie gesagt, dieser Roman hat nun eben einen sehr, sehr renommierten Preis gewonnen. Ich hoffe, er wird ins Deutsche übersetzt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass er ins Deutsche übersetzt wird, denn viele werden ihn auf Deutsch lesen wollen. Er ist aufregend, anrührend, voller Spannung. Er ist traurig. Es ist ein außergewöhnlicher Roman und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie auch etwas lernen wollen, etwas erfahren wollen über die Gesellschaft im Oman und über arabische Gesellschaften ganz allgemein, die im Umbruch sich befinden. Erzählt wird vor allem die Geschichte zweier Familien über viele Generationen hinweg. Die Großväter, die Väter, die Enkelgeneration. Es geht sogar bis zur Urgroßvätergeneration. Eine Gesellschaft, die noch gezeichnet ist von sehr altertümlichen Bräuchen, in der man noch an Dschinns, an Dämonen glaubt, in der der Zar-Exorzismus geübt wird in der Wüste, ein Exorzismus, der bei Geisteskrankheiten helfen soll.
in der es archaische Hochzeits- und Entbindungsriten gibt. Man muss im Stehen gebären in dieser Gesellschaft, wenn man aus der Oberschicht kommt, und darf nicht liegend sein Kind bekommen. Eine Gesellschaft, in der Lebensweisheiten Gesetz sind. Zum Beispiel: Streite mit deinem Nachbarn, wenn du musst, um ein Zeichen zu setzen. Aber schlaf nie, bevor es dunkel wird. Eine Gesellschaft, in der es sehr, sehr strenge Väter gibt, die Sklaven halten und diese Sklaven auch missbrauchen, vergewaltigen. Und dann eine Gesellschaft, die eben schon auf dem Weg in die Moderne ist, wo man Auto fährt, Mercedes, BMW, Range Rover, wo man in der Hauptstadt im Hospital entbindet, wo Frauen Berufe erlernen, auf die Universität gehen und wo sie sich scheiden lassen. Wo man auch mal einem Homosexuellen begegnen kann, in Armani-Jeans, der einen Porsche fährt, obwohl Homosexualität verboten ist und mit bis zu 3 Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Der Roman spielt in der Kleinstadt Al-Wafi. Das ist eine Stadt südwestlich der Hafenstadt Sur. Und erzählt wird aus der Sicht der vielen Personen, die in diesem Roman reden. Sie erzählt wird eigentlich in der dritten Person, bis auf eine Ausnahme. Ein Mann, Abdallah, erzählt von sich selbst in der ersten Person. Und er ist auch eine der Hauptfiguren dieses Romans. Abdallah ist Vater von 3 Kindern. Er hat Maya geheiratet. Und Maya wiederum hat 2 Schwestern, Asma und Kavla. Und diese 3 Schwestern, Maya, Asma und Kavla, stehen im Mittelpunkt der Erzählung. Alle 3 werden verheiratet von ihrer Mutter. 2 willigen in diese Heirat ein, die 3. weigert sich. Alle 3 gehen verschiedene Ehen ein. Mavla heiratet Abdallah und wird ihn nie lieben. Asma heiratet einen Pferdemaler, einen Maler von Pferdebildern, und wird sich mit ihm arrangieren. Sie wird 14 Kinder von ihm bekommen. Kavla wird eine Kinderliebe nachweinen, glauben, dass sie mit ihm verlobt ist. Sie wird ihm lange treu bleiben. Schließlich darf sie ihn heiraten. Sie wird Kinder von ihm bekommen, aber er wird eigentlich nie an ihrer Seite sein. Und ganz zum Schluss wird sie sich von ihm scheiden lassen und einen Schönheitssalon in Maskat aufmachen. Die Geschichten, die erzählt werden, zeigen die Zerrissenheit dieser Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der man schon mit einem Fuß in der Moderne steht, aber mit dem anderen Fuß eben noch in der Vergangenheit. Und alle Menschen in dieser Gesellschaft lieben. Und das Gestirn der Liebe ist nun einmal der Mond. Und daher kommt auch dieser Titel, Frauen des Mondes. Sie leben sehnsüchtig, sie leben hoffnungslos. Sie leben leidenschaftlich und sie sind im Großen und Ganzen eigentlich sehr einsame Menschen. Was mich an diesem Roman auch so besonders berührt hat, war, dass auch die Männer nicht glücklich sind. Männer, die eigentlich in dieser patriarchalischen Gesellschaft das Sagen haben, auch sie werden mit ihrer Liebe nicht glücklich, sei es aus Eifersucht, sei es, weil sie Frauen heiraten, die sie nicht lieben, oder aus was für Gründen auch immer. Und das macht diesen Roman auch so besonders. Nicht nur die Frauen sind Opfer dieser patriarchalischen Gesellschaft, sondern auch die Männer. Die Erzählstruktur zeigt das auf. Man kann sagen, Motto des Romans könnte sein, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Die Vergangenheit, die in die Gegenwart reicht und in die Zukunft reichen wird. Und so wird auch erzählt.
Ganz plötzlich wird von der Gegenwart in die Vergangenheit zurückgeblendet und dann wieder in eine ferne Zukunft. Es wird nicht chronologisch erzählt, sondern die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind gleichzeitig vorhanden und das prägt ja auch eben diese Gesellschaft. Noch etwas fällt auf. Diese Menschen in dieser Gesellschaft sind nicht offen. Sie vertrauen den anderen nicht. Sie vertrauen ihnen nicht ihre geheimsten Gefühle und Gedanken an. Und dem entspricht auch die Erzählstruktur. Nach und nach erst kommt man auf ihre Geheimnisse. Nach und nach erst enthüllt sich, was sie für Lebensschicksale hatten und warum etwas so ist, wie es ist. Und das ist so spannend, dass man gar nicht aufhören kann, weiterzulesen. Erst nach und nach erfährt man, warum Abdallahs Mutter gestorben ist und woran sie gestorben ist. Warum Salim eines Nachts so verstört nach Hause kommt. Und warum Salima, die alte Frau, die alte Omanin, keinen Schmuck liebt, obwohl doch alle Omaninnen so einen großen Wert auf den Schmuck legen. Eine wichtige Person ist Maya, eine, die begeistert schneidet und die man immer über ihre Nähmaschine, eine Singer-Nähmaschine gebeugt sieht und die Abdallah heiraten muss, obwohl sie sich Hals über Kopf in einen anderen jungen Mann verliebt hat. Sie bekommt drei Kinder von ihm und nennt das erste eine Tochter London. Alle sind entsetzt über diesen Namen, aber dieser Name sagt genau aus, was sie fühlt, dieser Wunsch, modern zu sein, in die moderne englische Gesellschaft gehen zu können. Und so beharrt sie auf diesem Namen. London wird dann selber Medizin studieren dürfen und den Mann heiraten oder mit ihm einen Heiratskontakt mit ihm eingehen, den sie dann aber schließlich wieder lösen wird. Auch London wird sich nicht ganz befreien können, emanzipieren können von der Tradition. Und Maya wird einen autistischen Sohn haben, dem sie sich ganz aufopfern wird. Für ihn wird sie alles tun. Und so wird gegen Ende ihres Lebens, wird sie nur zwei Beschäftigungen haben. Sie wird schweigen und sie wird schlafen. Ihre Schwester Kavla ist die, die einen Schönheitssalon aufmachen wird und eine, ja, Drei-Groschen-Romane leben wird. Und Asma wiederum kennt sogar die Geschichte aus Platons Symposion von den Liebenden, die ursprünglich einmal zusammen eine Kugel dargestellt haben, die dann zerteilt wurde, sodass die beiden auseinandergelaufen sind, die beiden Seelenteile, ohne sich zu kennen, sodass eine Seele immer auf der Suche nach der anderen ist, in ewiger, unaufhörlicher Liebe. Das ist so das Liebesideal, was sie, diese gelehrte Tochter, ihr Leben lang verfolgen wird. Und man wird etwas erfahren über Salima, die Großmutter von London, die im Hause ihres Onkels groß wird, der sie schrecklich hält, ein gewalttätiger Mann, der sie hungern lässt, der sie wegsperrt. Sie wird die Braut des Falatsch genannt, denn als sie 13 ist, darf sie dann endlich zu ihrer Mutter. Aber kaum ist sie dort und erlebt eine glückliche Zeit, kommt ihr Onkel und sagt, du musst den und den heiraten. Man weigert sich, aber Said lässt seine Sklaven ausschwirren und über den Bewässerungskanal, den Falatsch, gelangen sie in das abgeschlossene Gehöft und rauben Salima und verheiraten sie zwangsweise mit Asan. Sie wird mit Asan dann ein Kind haben, einen Jungen haben, Hamad, und dieser Junge wird schwer krank werden
Und beide gehen wieder zu diesem hartherzigen Onkel Said, der einen Range Rover hat, und bitten ihn doch, dass sie mit diesem Auto in die Hauptstadt fahren dürfen, nach Maskat, weil der Sohn so hohes Fieber hat, dass er sterben wird. Der Sohn verweigert ihnen das Auto, der Said verweigert ihnen das Auto, weil er sagt, keiner darf in meinem Auto fahren, es sei denn ich. Und der Sohn stirbt. Und das ist eine tragische Geschichte, die diesem Ehepaar bis an ihr Lebensende nachhängen wird. Und dann erfährt man auch etwas über die Sklavinnen, über Anakbuta, Ankabuta, über Zarifa, über Masuda und ihre Schicksale, wie sie in Ehen gezwungen werden, wie sie vergewaltigt werden, dass sie schwere Lasten tragen müssen, schreckliche Schicksale, aber auch Schicksale, in denen sich die Frauen zu wehren wissen. Ankabuta wird Hebamme werden, sie wird eine Frau werden, die den Zar-Exorzismus perfekt beherrschen wird. Zarifa wird die Geliebte des Kaufmanns Suleiman werden. Und sie werden gewisse respektierte Stellungen in der Gesellschaft bekommen. Man erfährt etwas über die Witwe des Richters Yasuf, die mit 14 Jahren an ihn verheiratet wird. Und die Mutter sagt ihr vor der Hochzeitsnacht, also, du darfst keineswegs dich ihm zu willig zeigen, du darfst keineswegs wie eine reife Wassermelone wirken, du musst dich wehren. Und so zerkratzt das Mädchen diesem Richter 4 Wochen lang, einen Monat lang mit ihren Silberreifen das Gesicht, bis der sich gar nicht mehr zu helfen weiß. Es scheint ein sanfter und belesener Mann gewesen zu sein, der immer wieder sie bittet, doch ruhiger zu werden und sagt, du bist doch meine Frau in dieser und der nächsten Welt. Und es scheint dann eine glückliche Ehe zu werden. Und dann erfährt man eben auch, dass dieser liebevolle und belesene Mann eine andere Frau, die Unzucht, wie es heißt, getrieben hat, nach den Gesetzen der Scharia auspeitschen lässt. Es sind anrührige Schicksale, die einem vorgeführt werden. Und mich besonders hat das Schicksal von Abdallah betroffen gemacht. Abdallah verliebt sich Hals über Kopf in Maya. Er sieht sie einmal, wie sie über ihre Singer-Nähmaschine gebeugt ist, bleich. Und er verliebt sich sofort in sie. Und er ist ein weicher Mann. Und er will sie unbedingt heiraten. Und er erlangt sogar die Zustimmung seines Vaters, den er sehr fürchtet. Dieser Vater, der Kaufmann Suleiman, ist ein furchtbarer Vater, der ihn wegen eines kleinen Vergehens an den Füßen kopfüber in einen Brunnen aufgehängt hat und lange dort hängen ließ. Und als Kind hat er da schreckliche Angst, auch vor den Schlangen in diesem Brunnen. Und das wird ein Albtraum werden, der ihn sein Leben lang nicht verlässt. Abdallah liebt die Laute, er tut alles für seine Kinder. Er tut auch alles, um die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen, aber das wird ihm nicht glücken. Ebenso wenig, wie es ihm glücken wird, die Liebe seiner Frau zu erlangen. Einmal fragte sie, liebst du mich, Maya? Und er sieht, wie seine Frau über dieser Frage erschrocken zusammenfährt und dann sehr kalt lacht. Und sie wird sagen, ob er diese Liebesworte vom Fernsehen her kenne, aus den ägyptischen Liebesfilmen. Und sie zeigt ganz deutlich, dass das etwas ist, was ihr nie in den Sinn gekommen ist. Und damit sie einen kleinen Eindruck auch von der Sprache in diesem Roman bekommen, möchte ich Ihnen einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen,
nämlich einen Abschnitt, in dem Abdallah von seiner Liebe zu Maya spricht und davon, dass sie offensichtlich nicht weiß, was Liebe ist. Hattest du nicht wenigstens eine Ahnung davon, was Liebe ist, Maya? Hast du nicht etwas gefühlt von dem, was ich durchmachte, als ich um das Haus deiner Familie schritt, wie ein Pilger kreist um die Kaaba, einmal, zweimal, siebenmal? Wie konnte das Haus geräumig genug sein, um meine ganze Leidenschaft aufzunehmen? Wie konnte der eine Balkon mich tragen, als ich darauf allein stand, gedrückt von so viel Liebe, ohne dass er auf die schmutzige Straße herabbrach oder sich auflöste, um von den Lüften in den Himmel Gottes getragen zu werden? Wie konnte der kleine Raum die Tonnen von Wolken tragen, die ich darin gestapelt hatte, einfach damit ich über sie hinweglaufen konnte? Wie konnten die Wände stehen bleiben, unerschütterlich, ohne einmal zu erbeben durch die Folter meiner unerträglichen Freude? Aber alles blieb an seinem Platz, selbst wenn ich keinen hatte. Die Türen flogen nicht aus ihren Scharnieren, selbst als mein gebeugter Leib durchschüttelt wurde von den Geschossen meiner verzweifelten Liebe. Die Fenster zersprangen nicht, obwohl meine Flügel hart gegen das Glas schlugen, stark genug, um aufzusteigen vom Fenster zum entferntesten Flecken am Horizont. Das Haus war geräumig genug, um mich zu halten, um zu bewahren den Schrei der Sehnsucht, der in mir widerhallte. Und wie konnte es sein, Maya, dass deine Augen, die auf deine Nähmaschine gerichtet waren, nie das gewaltige und verworrene Ausmaß meiner Liebe sehen konnten und mein gefangenes Selbst? So habe ich es versucht, ins Deutsche zu übersetzen aus dem Englischen. Ich empfehle Ihnen das Buch wärmstens. Lesen Sie es, wenn Sie schon nicht auf das Deutsche, auf eine deutsche Übersetzung warten können, dann lesen Sie es so schnell wie möglich auf Englisch. Yoga Alharti Celestial Bodies.